Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir gehen mal eben da oben ins Lager rein. Mein Gott, wie bin ich drauf? Ah, Leute wurden gehängt. Die man nicht anstupsen kann. Würde sich eigentlich bei Sachen, die an einem Seil hängen, die Physik am besten eignen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da oben ist ein Grab. Da waren wir aber, glaube ich, schon drin. Und hier ist der Lager. Also das... Moment. Der Ausgang vom Lager. Hm. Also aber effektiv beim Venatori-Lager ist ja alles gemacht, ne? Aber wisst ihr, was der Gag ist? Es fehlt noch genau 1, 2, 3, 4, 5. Es fehlt noch genau ein Lager. Beziehungsweise, nee, es fehlt noch genau ein Grab, meine ich. Oh, Brüste. Eine Dämonin, die auf Totenschädeln ruht. Wem soll die denn nachempfunden sein? Ja klar, es ist ein Succubus, aber... Wo kommt er her? Müsste mir auch mal jemand erklären. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich glaube, eine blockierte Tür. Sollte mal eben zum Lager hier reisen. Reisen? Was hier könnte euch interessieren, Sir? Nein, bitte nicht, gerade nicht. Ach so, das war hier diese Öffnung, da sind wir aber reingekommen. Das, was ich hier echt mal suchen muss, ist, gucken, was hier noch zwischen ist. Weil irgendwo muss ja die letzte Ruine sein. Ich glaube, generell sollte... Na, mal eben kurz gucken. Fauchende Ödnis. Toll, gefunden. Notizen über die Ödnis. 4 von 7. Ups, Entschuldigung. Euer Gnaden? Ja, ihr habt eine Kiste da stehen, aber die interessiert mich nicht. Die Wüste ist einfach zu groß und undurchsichtig. Ich weiß, durch die Skizzen müsste ich mich eigentlich noch dran erinnern, wo ich hin muss. Ah, guck mal. Natürlich die Überlegung,
ob das irgendwo da vorne ist, aber ich glaube, das ist das einfache Sandkippenlager gleich. Obwohl, sind zwergische Säulen. Na, das ist natürlich da hinten das Grab, was wir aber schon kennen. Einsames Licht. Ach, reiten wir ein bisschen durch die Wüste. Und freuen uns noch, dass vernünftige Leute leben wie Bud Spencer, Terence Hill. Die Daltons. Lucky Luke. Ich weiß gar nicht. Lucky Luke hatte, glaube ich, einen einzigen menschlichen Schauspieler, oder? Zieht schneller als sein Schatten. Das waren noch Zeiten. Als Kind habe ich Lucky Luke gerne gesehen. Auch wenn ich mich wirklich kaum an eine Geschichte aus Lucky Luke noch erinnern kann. Natürlich gab es halt, ne, Rantanplan, den leicht dämlichen Hund, der von allen irgendwie akzeptiert wurde. Aber sonst hat er halt einfach die Daltons immer wieder gestellt, ne? War so ein bisschen wie, ja, Lucky Luke war ein bisschen Scooby-Doo. Wenn der vermaledeite Lucky Luke nicht gewesen wäre. Mit seinen Kindern. Hallo, Echse. Leider habe ich nicht viel Zeit, um mich mit dir zu beschäftigen. Oh, ich sag nicht wegen dem Pirscher da hinten, na gut. Dann kümmern wir uns mal eben um dich noch. Ein Problem weniger. Da hinten sind auch noch Lichter. Ich glaube, hier runter werden wir nicht mehr großartig was finden, oder? Ja, wundervoll. Alles Banane.
Ich finde auch, es ist dieses Typische, ne? Ein Rollenspiel ist so gut wie seine Karte ist. Und die Karte von, ja, wie soll man sagen? Von Dragon Age ist halt nicht gut. Die beste Rollenspielkarte ist immer noch die von WoW. Da hast du wirklich die meisten Informationen rausziehen können. Ich denke, wir können dann auch erstmal wegreisen. Dann muss ich mich noch informieren, wo der Rest ist. Muss ich mich mal ein bisschen schlau lesen. So, der innere Kreis. In dem Prix de Lourdes. Im Prix du Lion, Erinnerung der Grauen. Blackwall besitzt eine Karte. Also da müssen wir noch hin. Da waren wir wahrscheinlich auch noch gar nicht. Dam dam, da dam, da dam, da dam. Inquisitor. Speeren Harding. Wir stehen vor Sarnia. Das ist alles, was von der Stadt übrig ist. Wer Glück hatte, ist rausgekommen, bevor der Fluss gefroren ist. Und der Rest? Eingepfercht zwischen Rissen ins Nichts und roten Templern. Wir sind die ersten freundlichen Gesichter, die Sie seit langer Zeit sehen. Geht es euch gut? Ihr scheint zu frieren. Ich? Nun, es ist etwas frisch und ich habe kalte Zehen. Tut mir leid, das hättet ihr nicht wissen müssen. Ah, ich sehe es an euren Nippeln. Ich sollte mit den Stadtleuten reden. Mal sehen, was sie mir erzählen können. Ich bin sicher, das wird sie freuen. Die roten Templer greifen immer wieder an. Sie wollen den Prix du Lion einnehmen, unbedingt. Wir sollten da rausgehen und es ihnen wieder wegnehmen. Im Prix du Lion. Im Prix du Lion. Im Prix du Lion. Scheint auch recht übersichtlich zu bleiben, die Karte. Upsala. Dann gibt es irgendwie einen anderen Weg darunter. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Ach, was mich immer interessieren soll. Oh, es gibt trotzdem 16 Regionen hier. Düsterer Anblick. O Erbauer, erhöre mein Flehen. Führe mich durch die finsterste Nacht. Finde Mamas Ring. Gebräuchliche Flüche. Jetzt gerade nicht. Aber danke für den Kodex. Kannten wir auch noch nicht, das Arbor-Segen. Das hält mich immer wieder daran, wie ich ein neues... ...ausbauen muss. Genau, der Proof, der geht mal schön hier ganz außen rum. Obwohl ich denke, so genau über den Berg komme ich jetzt auch nicht. Rückerung von Empress Lyon. Hallo KI-Kameraden. Ich dachte, ich schließe mich mal eurer Kampftruppe wieder an.
So lasset uns gegen die roten Templer ziehen. Und den Holzschlag einnehmen. Sie scheinen auf jeden Fall hier ein kleines Problem mit rotem Lyrium zu haben. Upsala. Oh, ganz entspannt. Oh mein Gott, erster Kampf und ich verliere echt eine halbe Tonne an HP. Beziehungsweise alle Heiltränke mal eben. Habe hier einfach alle rote Templer heißen. Lieber nicht in seiner Nähe bleiben. Zu spät. Okay, das ging schnell. Ich glaube, da oben ist die Sehenswürdigkeit, die wir holen können. Schnee, Eis und Mammutbäume. Oder beziehungsweise eine Fantasy angehauchte Form von Mammutbäumen. Und hier oben ist natürlich nicht die Sehenswürdigkeit. Aber ihr seid mir alle mal einfach gefolgt. Habt ihr euch genatzt. Die Inquisition ist in der Gegend. Schlagt rasch zu. Lasst ihr nicht durch. Und sowas haben die mal eben auf drei Blätter geschrieben. Ups, was haben wir denn da? Talle scheint es wärmer zu sein. Richtig, sie benutzen die Kristalle eigentlich nur zum Heizen. Das rote Lyrium ist in Wahrheit Heizmaterial. Echt Blackwall, guck mal, sie glühen. Was für einen Grund könnte das wohl haben? Wir dürfen den Steinbruch nicht erhalten. Erreichen. Blackwall, bitte halt die Gegner. Das wäre nämlich total herzallerliebst von dir, mein Freund. Aber ich weiß nicht, manchmal komme ich in Dragon Age rein und traue einfach meinen Augen nicht. Ey. Ich guck mir das Spiel dann an und denke, das sieht schon echt schön aus. Aber ich muss sagen, es fehlt eigentlich so dieser... Es fehlt so ein kleiner Funke, ne? Wo du dann einfach denkst bei... Bei Skyrim zum Beispiel gibt es ja 80 Millionen Quest-Situationen. Und du hast ja nie das Gefühl, dass das alle irgendwie Banane ist, den ganzen Kram zu machen. Während du hier halt wirklich so manchmal Situationen denkst, warum mache ich das eigentlich alles?
Das macht doch jetzt gerade eigentlich nicht so einen Sinn. Ist doch eigentlich Unsinn. Dämmersteine. Naja. Man hat doch nicht so das Gefühl, dass man stärker wird mit der Zeit. Klar, man kriegt so ein paar ganz coole Fähigkeiten. Habe ich das Gefühl, macht bedeutend weniger Schaden gegen die. Aber kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich gerade so nah am Feind immer dran bin, dass ich das so toll finde. Ich erinnere mich, damals habe ich ganz früher, als ich WoW gespielt habe und immer so gedacht habe, boah, das sieht doch alles Bananen hier aus. Da habe ich meinen ersten Tank gespielt und musste halt alles Mögliche, was 10-mal größer ist, als ich tanken. Und hab dann nur gedacht, oh, geil. Schön, wie das Vieh mir einfach nur durchgehend in die Fresse schlägt. Ach ja, WoW. Finger weg von meiner Pyramide. Moment, aber von an eine Kiste darf ich ran. Fluch des Bogenschützen. Ring des Flankenangriffs. Kunari-Schlitzer. Lang, lang ist es ja. Wie weit diese Verderbtheit wohl reicht? Seit wann hat das rote Lyrium was mit der Verderbtheit zu tun? Im ersten Teil hatten wir auch gar nichts mit rotem Lyrium zu tun insgesamt. Nur das war als eigentlich eine Erfindung des dritten Teils erst. Oder war es doch schon im ersten? Ich habe zwar auch durchgespielt, aber meine Erinnerung, ich muss ja auch immer ein bisschen Platz machen im Kopf. Genau, erstmal die erfrorenen Leute. Taschentagebuch. Ich werde Undrin fragen, ob sie mich heiraten will. Ich habe schon alles geplant. Ich werde mit ihr zu dieser Anhöhe über dem Tal gehen und dann öffnen wir die Flasche Wein, die Vater für mich dagelassen hat. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Sie wartet schon seit einer ganzen Weile darauf. Aber ich wollte, dass er perfekt ist. Nur ist niemals irgendetwas perfekt. Irgendwo wird immer Krieg herrschen. Es wird immer Trauer geben und die Sorgen um die nächste Mahlzeit. Aber wir werden einander haben. Ja, wie im Leben, so im Tod. Na? Pflück, pflück. Tja, Freunde der Spiegeltour. Leider war es das schon wieder zeitlich von dem Part Dragon Age Inquisition. Ich sage, schlaf gut und bis morgen. Euer Doc. Ciao.